Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdotum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergfürst. Ja, da wären wir hier beim Holz suchen. Wir bauen weiter an der Brücke. Die Brücke Richtung Gebirgsstadt Nummer 2. Ja, so sieht's aus. Heute will ich euch mal ein paar Fragen beantworten. Ihr habt mir auf ask.fm, also beziehungsweise nicht ihr, sondern andere Leute, mir wurden Fragen auf ask.fm gestellt und die werde ich jetzt in diesem heutigen Part beantworten. In Part 91 von Minecraft Arno. Immer ein paar Fragen beantworten, wild durcheinander, einfach ohne zu filtern, dass direkt das, was kommt, ich versuche es so gut wie es geht zu antworten. Manche Fragen beantworte ich nur ganz kurz, weil da ist ziemlich viel Schwachsinn drin, aber ja, ich gebe mir die beste Mühe, auf jede Frage eine Antwort zu finden. Ja. AskFM hat nicht nur unbedingt schöne Fragen, gibt es auch manche Fragen, die etwas seltsamer sind, um es so zu sagen. Holz. So, die erste Frage, die ich hier sehe, ist... Die Frage, die ich hier sehe, wenn das Handy nicht ausgeht. Was ist das offensichtlichste Zeichen für Liebe? Ja, da fragst du mich, was das offensichtlichste Zeichen für Liebe ist. Ich ewig alleine Single, der mit Liebe noch so ungefähr, der ungefähr so viel Ahnung mit Beziehungen und Liebe hat wie Donald Trump mit Political Correctness. Ich weiß nicht. Ja, was ist das offensichtlichste Zeichen von Liebe? Das ist ja auch eine Formulierung der Frage. Ich kann es mal so sagen. Ich habe letztens mal bei dem CEO in die Kommentare geschrieben, weil mich das so gefreut hat. Seine Beziehung mit Carina. Da habe ich geschrieben, dass eine Beziehung wirklich krisenfest ist und wirklich perfekt ist, erkennt man daran, dass man mit seiner Freundin über Tittengrößen sprechen kann. Wenn man in einem Video mit seiner Freundin über Tittengrößen sprechen kann, dann ist die Beziehung wirklich unkaputtbar. Da kann das wirklich nichts mehr kaputt machen. Also wenn man Videos mit seiner Freundin über Tittengrößen machen kann, über Brust Sizes hier, über ja, Konfektionsgrößen, wie man das sachlicherweise nennt. Dann ist dein Leben in Ordnung. Wenn das eure Beziehung nicht zerstört, dann das ist das. Was? Das Schaf gräbt die Erde um. Es gräbt ein bisschen Erde. Die zweite Frage habe ich im Kopf. Die habe ich mir gerade schon durchgelesen. Hättest du lieber weiße Haare oder keine Haare? Also graue Haare oder eine Glatze? Ganz ehrlich,
graue Haare. Hätte ich wirklich lieber. Weil ich leide unter Haarausfall. Die Haare auf meinem Kopf, die werden wirklich zunehmend immer weniger. Oder eher, um es besser zu sagen, abnehmend werden sie weniger. Sie nehmen richtig ab. Es wird Nacht. Wir sollten in die richtige Richtung gehen. Wir gehen in die falsche. Wir sollten zum Haus aufbrechen. Nicht die Monster, nicht die Zombies, nicht die Creeper schon wieder. Das braucht man nicht, das können wir nicht gebrauchen. Aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Wir sollten mal mit dem Zaun anfangen. Mit dem Geländer hier. Wäre nicht ganz schlecht. Eine Sicherung, dass man hier nicht sofort runterfällt, wenn ein kleiner Creeper angerannt kommt. Ja, ich meine, weiße Haare, also so weiße Haare, graue vielleicht auch. Das kann ja auch Stil haben, also das kann ja nicht, also es muss ja nicht unbedingt schlecht aussehen. Manche färben sich auch weiß. Ich meine, so weiße, also schneeweiße Haare, das kann schon cool sein. Also das ist schon, ich weiß nicht, aber ja, Glatze kann auch cool sein. Man kann man auch tragen. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ja, ich leide an Haarausfall. Ich leide daran. Ja, das kann man wirklich schon so sagen. Ich bin 22, ja, 22 bin ich. Ich bin erst 22 und ich kriege schon freie Stellen oben auf dem Kopf. Ich habe jetzt hier wirklich schon, ohne Witz, ich habe wirklich oben schon kahle Stellen. Da habe ich schon, so eine kleine Platte auf dem Kopf. Das ist halt wirklich drastisch und es wird von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr mal weniger. Also es ist, ich habe Bilder von 2016 gesehen. Ja, da habe ich ja auch schon Instagram-Bilder hochgeladen. Wenn man das mal vergleicht, wenn man wirklich mal Bilder von 2016 sich anguckt und Bilder von 2020 sich anguckt, das ist schon drastisch weniger geworden. Das ist sichtbar. Es ist wirklich sichtbar dünner geworden. Vor allem auch dünner. Man sieht es auch vorne am Pony, dass ich wirklich da... Nennt man das Pony? Ich weiß es nicht. Ich nenne es jetzt so. Dass da wirklich noch ein paar Härchen auf die Stirn hängen. Kann man kaum mehr Pony nennen. Tja. Das ist halt, ich muss mich halt irgendwie zurechtfinden damit. Ich fange jetzt an, Hut zu tragen. Ist im Winter halt ein bisschen blöd, da muss man halt Mütze tragen. Aber im Sommer bin ich jetzt zum Hutträger geworden. Das verdeckt in der Hoffnung, dass das halt wirklich die schlimmste Platte verdeckt. Halt ein bisschen was wegnimmt. Kopfkatz. Und da haben wir's. Platte Kratz. Nächste Frage: Wovor hast du am meisten Angst? Ich habe vor vielen Sachen Angst. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Ich bin da wirklich. Einige Ängste habe ich mittlerweile abgelegt. Einige Ängste hatte ich als Kind sehr dolle, jetzt nicht mehr so sehr. Ja, wovor habe ich am meisten Angst? Das kann ich gar nicht sagen. Vor Hunden habe ich Angst. Ich habe eine Hundephobie. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Ich rede nicht so gerne über meine Ängste. Das muss man jetzt nicht unbedingt veröffentlichen. Ängste sind jetzt keine Sache, die man jetzt so groß an die große Glocke hängen sollte, die man jetzt drüber rausposaunen sollte. Puh,
Ja, Hunde. Ich habe eine Hundephobie. Das kann ich wirklich so sagen. Das kann ich auch zugeben. Auch über kleine Hunde. Also kleine. Ich glaube, im Podcast, im letzten Podcast, im Bilateral-Podcast Nummer 2, habe ich das erwähnt, dass ich vor Hunden Angst habe. Auch vor kleinen Hunden, auch vor Möpsen und vor kleinen Fußhupen. Habe ich wirklich, also das macht keinen Unterschied, wie groß die sind. Das ist halt irgendwie, ja, vor großen hat man natürlich große Angst und vor kleinen hat man keine Angst, aber ja, es ist ja eine meiner irrationalen Ängste. Nicht, dass ich mal irgendwie von einem Hund gebissen wurde oder so. Es hat sich entwickelt. Ja. Hat, glaube ich, jeder seine Ängste. Ich glaube, es gibt keine Menschen, die komplett ohne Angst sind. Also das ist, glaube ich, natürlich bedingt, das ist so irgendwie, ja, das ist irgendjemand, auch wenn es nur von einer Kleinigkeit ist, ein ganz mutiger Mensch bist, dass du trotzdem vorne von einer winzigen Sache Angst, das kannst du mir ja nicht erzählen, dass du vor absolut gar nichts Angst hast. Das ist ja schlicht und einfach gelogen. Das kannst du ja nicht behaupten. So, nächste Frage. Wenn du die Macht hättest, ein Gesetz zu erlassen, welches wäre das? Schwere Sache. Da gibt es einiges, da gibt es einige Sachen, die ich an Gesetzen erlassen würde, wenn ich an die Macht käme. Da gibt es in Deutschland einiges zu regeln und einiges zu ändern und zu Gesetzregeln. Ja, was würde ich für Gesetze machen? Naja, vielleicht auch, weil ich gerade in diesem Moment Azubi bin, ich bin Auszubildender, betrifft es mich auch ein bisschen, deshalb kann man das auch so ein bisschen sagen, dass mich das interessieren würde, dass das ändern würde. Vor allem erstmal als allererstes. Also die Bedingungen zumindest für Azubis und für Freiwilligendienstleister, für FSJler und FSJlerinnen, Azubis und Azubinen mal ein bisschen erleichtern. Und freie Bahnfahrt, also das ist jetzt wirklich höchste Eisenbahn. Ja, ein lustiges Wortspiel, aber ist so, dass das noch nicht passiert ist, ist ein Skandal. Die Bundeswehrsoldaten dürfen, soweit ich weiß, seit 2020 mit der Bahn fahren, in Uniform. Ist ja auch eine Sache, worüber man diskutieren kann. Ist ja eigentlich ein Witz. Aber was mich daran mal wieder stört, ist, ja, warum Soldaten? Warum kostenlose Bahnfahrt für Soldaten? Warum nicht die FSJler? Warum nicht Azubis? Das ist jetzt nicht aus Eigennutz gesagt, natürlich auch irgendwie ein bisschen aus Eigennutz, aber es wird seit Jahren gefordert und es ist gerade FSJler, verdammt. Sterbe hier wieder massiv an Holz verloren hier in der Wüste. Neues Holz sammeln angesagt. So komme ich nicht weit, wenn ich hier ewig neues Holz sammeln muss. Ja, gerade FSJler, die kriegen meistens ziemlich wenig, was die im Monat an Taschengeld bekommt, das ist ja noch ein Taschengeld, was du als FSJler bekommst. Ich habe damals in meinem FSJ
330 Euro im Monat bekommen. Das ist so, das ist schön, wenn du bei deiner Familie noch wohnst, wenn du im Hotel Mutti noch wohnst. Anders ist das auch gar nicht zu machen. Also als FSJler musst du irgendwie noch bei den Eltern wohnen, ansonsten ist es mit 330 Euro. Also falls manche Leute hier noch in der Schule sind, noch in die Schule gehen und sich damit mit Geld und so weiter noch nicht auskennen, 330 Euro, das ist keine Summe, mit der man leben kann. Damit kommst du nicht über einen Monat, dann auch als Single und allein in der Wohnung nicht. Das ist allein schon Miete und wenn du nicht gerade auf dem Dorf lebst, ist eine Miete für eine Wohnung, das ist, dann bist du, wenn du was Billiges kriegst, kommst du vielleicht mit 330 Euro hin. Wenn du einen guten Preis kriegst, hast du die Miete damit, Miete kalt, mit 330 Euro hin. Da kommt natürlich noch Strom und Internet und die Halsabschneider von GEZ. Die kommen dann auch noch dazu. Sobald die nur riechen, dass du irgendwie was an Geld verdienst. Aber jetzt, also sobald ich Azubi war und in der eigenen Wohnung lebte und angefangen habe, so ein bisschen eigenständig auf den Beinen zu stehen und einen Hauch von eigenständigem Geld zu kriegen, waren die Halsabschneider davor. Ja, das ist wirklich, es sind Halsabschneider. Also die GEZ, da waren sie sofort beim Brief parat, da haben sie sofort angeschrieben, wir wollen Geld von dir. Ja, das ist Azubis, also Azubis ging auch nicht viel mehr. Ja, ich weiß es jetzt nicht komplett aus dem Kopf, aber ausgezahlt krieg ich am Ende, wie viel ist es, also ich glaube 480 sind es knapp, also so knapp 480, so kurz vor 500, also irgendein plus minus 10 Euro, 480, 490, irgendwas in dem Dreh kriege ich ausgezahlt. Ich habe es gerade schon gesagt, Miete und Strom und so weiter, es ist, wenn mich meine Eltern nicht unterstützen würde, wenn ich nicht Geld von meinen Eltern kriegen würde, gute Nacht, ich werde zum Glück noch von meinen Eltern unterstützt in meiner Ausbildung, krieg jetzt hier noch ein bisschen was, also meine Eltern bezahlen meine Miete, dass ich mir zumindest der Schnitte leisten kann. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich hier nicht komplett, also es reicht. Ich persönlich will mich nicht beschweren. Also dadurch, dass mir meine Eltern auch helfen, ich habe keine Probleme damit. Ich habe keine Probleme damit, über die Runden zu kommen. Ich brauche auch nicht viel. Ich bin wirklich für mich allein, also ich glaube, man kann da wirklich eine Zahl sagen, für eine Woche, also ein Wochenendeinkauf für mich alleine an Nahrungsmitteln, wenn ich einmal im Supermarkt einkaufen bin für eine Woche, um die 20 Euro. Und da sind schon Sachen drin. Das ist nicht nur Trockenbrot und Salami, das ist Trockenbrot und Käse oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ich gönne mir da auch manchmal ein bisschen. Da ist halt auch schon, ist halt auch eine leckere Wurst und leckerer Käse drin, der jetzt nicht gerade der billigste und
preisgünstigste ist der Kuhn. Also ich muss nicht auf den Preis achten. Das ist das Schöne. Also das ist, den Luxus habe ich momentan, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Ich muss im Wurst-Käse-Regal nicht drauf gucken, welchen Käse ich nehme. Mache ich schon ab und zu mal. Also wenn ich jetzt mir was Neues aussuche, ich was Neues im Laden hole, ich werde jetzt nicht den Käse mit Blattgold vergoldet nehmen. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Also es ist, ich habe den Luxus mir nicht. Hoppla, mein Handy fällt auseinander. Mir nicht Existenzängste zu machen. So, nächste Frage. Kann ich ein Schulfoto von dir haben? Nein, kannst du nicht haben, Ende. So, was ist los mit dir? Einiges. Vervollständige den Satz, ich kann nicht ohne dich leben, aber... Du stinkst so sehr, ich mag den Geruch, ich werde dir necken. Ich weiß nicht. Das sind dumme Fragen hier. Reitest du noch viel? Ja, sehr gerne. Das ist, ihr wisst ja, das ist ein großes Hobby neben dem Let's Playen von mir. Das Pferdereiten, das ist natürlich, das ist seit Anbeginn der Zeiten bei mir eine große Leidenschaft, eine große Passion. Einfach raus auf dem Reiterhof. Am Wochenende nachgetaner Arbeit. Einfach mal Ponyhof in der Nähe. Da ziehe ich mir meine Reiterstiefel und meinen Helm an und gürtele sattele das Pferd und steig darauf und reite durch die Gegend. Dingens. Ja, ganz bestimmt. Ich und Reiten. Ist klar. Wenn du dein eigenes Lied hättest, welcher Song würdest du nehmen? Leute, ihr stellt Fragen auf ask.fm. Ihr stellt Fragen. Achso, ich habe die Frage mit der Politik noch nicht richtig beantwortet, welche Sachen ich. Ich bin abgeschwiffen mit Azubis und so weiter. Ja, die Bedingungen würde ich ändern. Kostenlose Bahnfahrt für Azubis, bessere Bedingungen auf jeden Fall. Wenn ich an der Macht wäre. Einigen Politikern müsste man ihre Posten wegnehmen. Verdammt! Schon der hier gestorben. Fast an derselben Stelle. Axel Fotz, dem würde ich sowas von seinem Job wegnehmen. dass der zuständig für Digitales ist, dass der da was zu sagen hat. Dann jetzt noch andere. Jetzt noch einige Leute, die man unbedingt mal degradieren muss. Die muss man irgendwie in unbedeutsame Posten stellen. Irgendwo, wo sie nichts anstellen können. Mir fallen jetzt nicht so viele Namen ein, aber schaut euch in der Politik mal um. Ja. Manche muss man auch eine Rente schicken. So sieht's aus. Ja, gibt einiges zu ändern. Was ich ändern würde in der Politik. Wählt mich. Ich kandidiere nicht, deshalb könnt ihr mich nicht wählen. Aber gut. So, reitest du noch, wie das hatten wir? Das Lied, welches Lied würdest du nehmen?
wenn du ein eigenes Lied hättest, ein eigenes Lied, welches würde ich, wenn ich ein eigenes Lied hätte, wäre das ein neues Lied. Dann würde ich kein anderes nehmen. Ich würde ja nicht klauen. Ich würde ein eigenes Lied haben. Aber wenn ich ein Lied von wem anders nehmen könnte und haben könnte und besitzen könnte, ja. Ich kenne mich nicht so aus mit Liedern. Ich bin nicht der Liedertyp. Ich höre einfach wild durchs Beet. Alles, was schön klingt. Ich höre gute Musik. Das ist meine Musikrichtung. Gute Musik. Ja. Take me home hier. Country Roads, das will ich. Country Roads, take me home to the place I belong. Ich kann nicht singen. West Virginia. Das Lied würde ich nehmen. Das kann gerne mir gehören. Ja, oder was auch immer. Ich weiß nicht. Wen vermisst du? Gerade vermisse ich keinen. Wen soll ich vermissen? Mein Opa vermisse ich ein bisschen. Der ist. Wann ist er gestorben? September 2017 ist er so gestorben. Von uns gegangen. Aber vermisse ich schon ein bisschen. Mit dem würde ich gerne mal wieder das. Den würde ich eigentlich gerne wieder treffen. Ja, vermisst man schon seinen eigenen Opa, wenn er gestorben ist. Meine beiden Opas. Mütterlicherseits und väterlicherseits. Ich habe nur noch Omas. Meine Opas sind beide tot. Ja, das wird langsam zu privat. Sollten wir eine andere Frage nehmen. Was ist deine persönliche Tiefe? Ihr solltet gerade mein Gesicht sehen. Jetzt für diesen Zweck bräuchte ich nur jetzt eigentlich Facecam. Persönliche Tiefe. Was ist deine persönliche Tiefe? Was? Persönliche Tiefe, da weiß ich gerade nichts mit anzufangen. Das müsste ich jetzt auch mal googeln. Also ich könnte es schon, aber ich werde es jetzt hier nicht tun im Part. Danach googeln, persönliche Tiefe. Ich habe ein Herz, ich habe eine Leber, ich habe Organe, ich habe eine halbwegs funktionierende Lunge, die auch mittlerweile aus den letzten Löchern pfeift. Kaputte Lunge. Das ist meine persönliche Tiefe. Dann geht's noch. Ich bin kein zweidimensionales Wesen. Dann geht's halt noch ein bisschen. Ich habe Organe. Hab ein Hirn. Da ist ein bisschen was. Da ist ein bisschen Blut drin. Da ist ein bisschen Wasser drin. Jede Menge Wasser sogar. Und jede Menge Blut. Mein Magen ist momentan ziemlich gefüllt. Hab vorhin Abendbrot gegessen. Bin gesättigt. Fängt wohl gleich an zu verdauen. Tja. Das ist da drin, das ist meine Tiefe. Ja, dann würde ich mal sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Ich sehe schon, wir haben die Zeit schon erreicht. Die Aufnahmezeit. Ich gehe gleich hier noch sterben. Ich falle jeden Moment runter. Ich sehe es ja schon kommen. Ich sage, dass mich darum soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Brückenbaupart nicht verpassen wollt. Wir sind immer noch an dieser scheiß Brücke dran.
Das wird hier noch eine Weile dauern. Wir bauen uns hier Richtung nächsten Teil, Richtung dort aus, durch die Wüste. Das ist endlich mal eine Brücke in die Wüste. Das ist wirklich mal keine schlechte Sache, wo wir hier mal die Wüste übergehen können. Das ist wirklich eine Investition, die sich lohnt. Dafür lohnt sich, so viele Parts zu machen, dass wir irgendwann mal endlich ankommen. Dass wir mal hier die Wüste übergehen müssen können. Dass wir nicht ewig durch die Wüste laufen können. Nicht laufen müssen. Können tun wir natürlich auch weiterhin. Also wenn wir Bock drauf haben, wenn wir irgendwas, wenn wir Schätze suchen wollen in den Pyramiden, in der Wüste, können wir da noch durchgehen. So ist es nicht, aber also zumindest wenn wir ein anderes Biom wollen, nicht durch diese verdammte Wüste durch müssen. Oh, ja, Holz alle. Na denn. Ich hab schon Schluss gemacht. Ich habe schon dümmlich nach oben gesagt. Ja, Abo da lassen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ja, weiter geht's im nächsten Part. Haut da rein. Jetzt wirklich. Ciao, ciao.